This year I've traveled around 120,000 kilometers to over 12 countries on 3 different continents, taken over 500,000 pictures, and I've met hundreds of people from all over the world, but these are just numbers. I've lived countless experiences, collected unforgettable memories, felt love and shared kindness. I've learned about the world and the people living in it, and I've seen how different life can be lived. Tobi muss sich den ganzen Weg über meinen Arsch angucken. Ich muss kurz sagen, der Tobi steht hier. Und worauf wartest du, Tobi? Auf mein Essen. Ich sehe mich da gar nicht. Ich sehe dich genau da. Ich sehe dich auch genau da. Nur ein bisschen schneller. Und zwar kennt ihr diese Bitte keine Werbung Aufkleber. In Holland heißt es einfach nee. Du hast jetzt echt diesen halben Liter mal im kurz in den Kopf gedrückt. Have dreams with goals. Because if you have dreams without goals, they're just dreams. Smet. Angelo here and Aaron, you guys are really dope. Remember, life is short, live it to the fullest, and enjoy every single day. Take it easy. Hey, bist du Molly? Time flies, but opportunities fly faster. And it's only up to us to make advantage of those which take us closer to our goals and dreams. To be the owners of our lives is to choose to keep priorities straight, to follow the heart and to seize the days based on our decisions. Also liebe Leute, wenn ich zurzeit bei mir renoviere, hatte ich so ein paar Malmregale abzugeben. Da habe ich einen Aushang im Fahrstuhl gemacht bei mir im Haus. Die waren so schnell weg, ich bin jetzt nochmal zu Ikea gefahren, ein paar neue kaufen, weil so viele Nachbarn enttäuscht waren. Was war das für ein Move? Kennst du den kleinen Wikinger? Ich weiß ja nicht, liebe Leute, aber würdet ihr das gruselig finden? Leute, ich kümmere mich als erstes um die Rechnung. Da haben wir hier oben drauf die GEZ. Das Geld muss ich natürlich sofort überweisen. Dafür haben die nämlich schwer gearbeitet. Das haben die sich verdient. Dann Versicherung, Hausverwaltung möchte mehr Geld für weniger Leistung. Und das ist ja fies, sagt diese Becher der Riechen. Hey Bro, this is the Kaffeesatzbehälter. Aber was ist hier heute passiert? Ich bin umgeknickt. Er ist nicht einfach nur ein bisschen umgeknickt, sondern er ist in einem Bordstein runtergegangen und der Bordstein war höher als erwartet und dabei ist er so böse umgeknickt, dass er jetzt aussieht wie ein Hobbit. Kleine Hobbits denn jetzt machen? Ins Krankenhaus fahren. Das ist richtig. Du musst jetzt ins Krankenhaus fahren, weil Aaron hat es geschafft, sich an Tag 2 so schwer zu verletzen, dass er auf jeden Fall ins Krankenhaus muss. Es muss untersucht werden. Das ist absoluter Rekord. An der Stelle auch herzlichen Glückwunsch übrigens. Aber Hobbits sind nun mal auch extrem schlau und deswegen hat der Aaron eine Reiseversicherung abgeschlossen. Also haben wir Geld gespart. Jetzt Leute, so spart man Geld. Leute, und Zeit wächst nicht auf Bäumen. Ab sofort suche ich wieder einen Videografen, wenn ihr Bock habt. Ich meine ernsthaft, der hier ist gebraucht und kaputt. Hey Chris, wake up, it's Taco Tuesday. Taco Tuesday! So Leute, wir sind hier gerade in Newport Beach bei einem Italiener. Ich habe mir hier mal eine Pizza bestellt für den kleinen Hunger. Ich zeige euch das kurz, wie groß die ist. Hey Aaron, wo ist dein zweites Bein? Hier Junge, kämm dir mal die Haare. Die sind ganz verfilzt. So, Aaron bekommt gerade sein erstes Tattoo. Er findet das Schmerz unglaublich. Zeig mal seine Hand. Boah, deine Hände sind nass. Angelo, was machst du da? Hey Diggi, kannst du vielleicht kurz ein Bild von mir machen? Klar, warte. Ah, Diggi, das war verwackelt. Kannst du noch mal eins machen kurz? Baby, no. Wenn ich du wäre, würde ich mir eine Zwiebel nehmen und da abbeißen, als wäre es ein Apfel. Angelo, ich habe ein Update bekommen. Shit, man. So Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier ist irgendwie
Ich fühle mich gar nicht unter Druck gesetzt hier. Eine Rolle? Ich kann die Rolle ja sehen. Ihr seid sehr schnell. Pink, was ich gerade umgeschaut. Pink, 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 pink. Na gut. Das sind nicht nichts bei dir. Hab ich wohl. Say, ich liebe Berlin. Ich liebe Berlin. Yeah, drinking in public, that's the best, right? Ja, ich habe Angelo mal in einer ruhigen Minute erzählt, als ich noch in die Achterbahn gefahren bin. Jetzt sitze ich hier. Kann ich mich jetzt nicht entscheiden, was ich zum Frühstück haben will? Alles. Weg! Ist mein Sonnenuntergang. Den reißt du dir hier nicht. Teilst du hier die Miete, Alter? Nicht verdient! Nicht verdient! Ich würde sagen, wir haben's. Nice. Ja. Das war's für dieses Jahr. Aber Feierabend. Leute, danke, dass ihr uns das komplette Jahr über begleitet habt. Danke, dass ihr von allem Teil gewesen seid. Wir versprechen euch, 2019 wird noch viel, viel fetter. Es wird noch viel, viel mehr kommen und wir haben einiges auf Lager. Und jetzt wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.